Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdoms Reborn. Ja, ich weiß gar nicht, was wir heute machen. Ich glaube, wir wollten ganz dringend mal hier hinkommen, aber ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Ich bin mir nicht so sicher. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall immer noch dabei, hier Holz abzuholzen. Das kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln. Und was baue ich hier eigentlich an? Kartoffeln. Ah, ich glaube, ja, genau, da wollten wir. Wir haben noch einen Fort haben wir noch. Aber es bringt uns gerade nichts, oder? Halt, nein. Falsches Menü. Hier. Das da brauche ich, glaube ich. Wenn ich da noch eins hinmache, ist das ganze Gebiet wahrscheinlich hier. Ja. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Wo es sind zwei zusätzliche Provinzen. Brauche ich wahrscheinlich doch, das bräuchte ich dadurch noch. Damit das hier clear ist. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich das machen möchte. Animals. Okay, dafür gibt es ein Overlay. Okay, das sind aber jetzt nicht so besonders viele hier. Naja, gut. Na, ich möchte es. Null. Okay. Dann halt so. Nein, falsches. Ah, immer noch falsches Menü. Egal. Ja, das Fort packe ich mal wieder ein. Master Pro. Das wäre schon ganz geil. Aber. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt gerade. Schwierig. Ist das ja eigentlich ein Haus? Ein Haus? Ach so, wegen dem Abstand habe ich das da, glaube ich, gebaut. Ja, lass es mal da stehen. Warum nicht? Hier haben wir. So, Markt und sowas haben wir ja alles noch nicht fertig. Okay. Okay, wir brauchen. Achso, das ist nicht gebaut. Auf Dauer möchte ich ja. Oh, okay. Könnten wir vielleicht mal machen. Wie viel haben wir davon gerade? Oh. Das mache ich gerade vielleicht mal, oder? Ja, komm. Das machen wir vielleicht wieder zu. Achso, drei habe ich schon, Potter. Ja, genau. Ja, gut. Und der ist auch fast fertig. Den speeden wir mal wieder ein bisschen. Wer ist das? Viola. Viola arbeitet heute hier. Ja, und die macht den Job. Ja? Die macht's einfach. Nehmt euch mal ein Beispiel an Viola. Die macht's einfach. Keine Ahnung. Was ist eigentlich damit? Unsere zweite Schaffarm. Mushroom. Oh, noch ein Fort. Ich weiß aber nicht, ob ich noch eins will. Noch ein Potter. Könnt ihr wahrscheinlich noch. Ah, warte mal, Candlemaker. Hier drüben schon. Okay. Ah, ich habe hier noch nicht. Ah, Papier. Stimmt, das, was wir machen wollten. Aber das mache ich trotzdem auf jeden Fall mal. Candlemaker lohnt sich gerade nicht. Ich mach mal noch einen Potter. Oh, nice. Wir haben dieses Foreign Dings fertig gemacht. Winery. Oh, Wineries könnte ganz gut sein, weil wir können oben Wein anbauen. Goldsmelting lohnt sich, glaube ich, noch nicht.
Ja, komm, machen wir mal. Embassy. Oh. Ah, okay, sowas geht hier also. Kann ich hier, die hier oben hin machen? Ah, leider nicht. Natürlich kann ich die hier oben hin machen, aber nicht auf der Linie mit dem Weg, wo ich es gern hätte. Was braucht es? 6000 Münzen? Oh ja, 6240 Münzen. Ja, kommen wir hin, diese Folge. Ah! Guck mal hier. Das da, das da, das da, das da. Einfach Potter direkt upgraden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das machen sollte. Oder das da. Brickworks ist wahrscheinlich... Das ist halt übelst viel Stein. Wir hätten 400 Stein. Also... Wäre jetzt nicht das Problem. Was ist hier eigentlich? Ach, Mushroom Farms. Die sind pausiert. Ja, okay. Ob ich die da wirklich will, ist die andere Frage, aber... Ja. Ich lass die mal pausiert da. Sheep Ranch Efficiency. Ja, das wird okay. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall genug Wolle. Okay, unsere Häuser sind voll. Und da drüben wahrscheinlich auch, ja. So, und wo waren jetzt die Grapes, die wir hatten? Hier, die Region. Okay. Das kann tatsächlich hier auch Felder bauen. Bis hier hoch im Prinzip. Und diese Region waren Tulpen. Okay, was ich mal mache, ist einfach mal... also die Embassy wollte ich als erst... Okay, wir bauen auf jeden Fall die Embassy. Aber ich möchte mal ganz kurz gucken, ob es lohnt sich wahrscheinlich hier nicht eine Fischerhütte hinzubauen. Nee, nee. Die Frage ist, wie groß kann man so eine Farm machen? Also so basically die Frage jetzt. Also die erste Frage ist, wo kann ich hier einen Weg bauen und wo nicht? Oder wo macht es Sinn, einen Weg zu bauen, besser gesagt? Hier oben wäre eigentlich auch richtig gut für Dings. Holz. Wir müssen irgendwo noch eine Holzproduktion bauen. Aber ich will die eigentlich hier unten bauen. Und das ist auch okay. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Aber die hier kommt wahrscheinlich weg. 4 bis 5 Hütten. Aber vielleicht brauchen wir noch eine mehr hier oben. Aber es wäre auch okay. Hier drüben wäre auch okay. Das könnte man auch machen. Hier weiß ich nicht. Da lohnt sich's nicht, aber. Okay. Machen wir den Weg mal dahin. Oh Gott, da sieht man nichts. Oh Gott. Ich sehe gar nichts. Wo ist denn der Weg? Oh Gott, das sieht man nicht. Ah, doch, hier. Sehr gut. Gott, man sieht es einfach nicht durch die Bäume. So, das ist dann unser Crossweg. Hä? Das Problem. So, bis dahin kann ich dann im Prinzip... Eins weiter vorne wäre wahrscheinlich praktischer gewesen. Aber wir schauen mal.
Okay. Max Area 50. Okay, das geht also nicht. Ich muss auf jeden Fall noch einen Weg hier reinbauen. Aber ist schon mal okay. Weil das ist... Ja, das ist die Tulpenregion auf jeden Fall dann. Komplett. Da könnte ich Holz bauen und da muss ich jetzt Weingüter bauen. Reis möchte ich hier den Weg so rum anschließen. Oder möchte ich hier hinten rumgehen? Ist wahrscheinlich erstmal relativ egal. Ich mache erstmal den da. Da kann man dann vielleicht noch einen Steinbruch oder so hinmachen. Weil da haben wir noch keinen und wir brauchen hier echt Stein tatsächlich. Iron Smelter brauchen wir glaube ich nicht. Wir haben genug Iron Bars. Wir bräuchten eigentlich noch einen... Haben wir Holz? Wir haben Holz gerade. Eine Fishing Lodge nehme ich mal mit, nur zum Gucken. Aber... Das, also es würde sich schon lohnen hier hinten, aber es lohnt sich vom Weg her nicht. Dann hinten, dann den Weg so, da ist sinnvoll einfach ein Feld zu bauen. Okay, hier haben wir, hier habe ich leider keine Plätze. Da könnte ich theoretisch jederzeit noch eine hinbauen, wenn ich wollen würde. Hier so, aber es ist auch nur 90% und hier lohnt sich der Weg wieder nicht. Also eigentlich könnten wir den... Achso, ne, können wir nicht, weil da die Granary Weg ist. Da hat es Honig drin. Okay, ich frage mich, warum da Honig drin ist. Ja. Was ich immer noch ganz gern machen würde, ist das hier kaufen. Aber das kann ich, glaube ich, nicht kaufen, ne? Nö. Also, muss kaufbar sein. Ich will da auf der Insel unbedingt bauen. Ich weiß nicht warum. Okay, wir haben... Ah, wir haben das letzte Mal freigeschaltet, ne? Was kann... Ach, jetzt kann ich hier auf... Was kann ich jetzt hier machen? Declare Friendship. Okay. Und nun kann ich jetzt hier... den Geld schenken oder was? Das war's? Das war alles? Ja gut, ne? Ah, ich hätte lieber die Embassy bauen sollen. Verdammt nochmal. Egal. Ist wie es ist. Da brauche ich noch ein Haus. Die Häuser werden auch gebaut, ist gut. Okay. Wenn ich wüsste, dass ich mit dem Raid... Müsste ich mal gucken, ob man mit dem Raid sowas hier einnehmen kann. Das machen wir aber... Nicht mehr heute, glaube ich. Was kann ich hier eigentlich... Achso, ich kann das noch nicht... Ab oh, was? Downgrade? Okay, ich habe jetzt einfach mal Bricks ausgegeben. Mir egal. Das hilft vielleicht auch nochmal ein bisschen. Embassy. Das kostet 220, aber die kostet halt so viel, die zu bauen. Reroll lieber nochmal. Stone Tools Shop? Nein, auch nicht, dass das ich wollte. Ich reroll noch einmal. Coal Mine. Okay, ne, Coal Mine... Und ich könnte auch Wildcards nehmen, aber... Ja. Coal Mine lohnt sich, weil die Coal Mine könnten wir eigentlich direkt hier... Ah, okay, wir müssen die... Die Provinz... So, hier hat es noch keine Kohle im Berg, sondern nur hier unten. Das ist nicht so... Ja, das ist... Klar, klar. Mein Fehler.
Genau, ich kenne die Kohlemine nur. Das ist die 245 Brei. 245. Ah. Mach ich einfach mal. Das ist nochmal ein Stein. Das ist, also ich könnte da vielleicht noch eine Stein, auch nochmal ein Steinding ins Hin machen. Aber es lohnt sich in der Region wahrscheinlich nicht, ne? Ja, 23.000 Steine, obwohl besser wie nix. Hier lohnt sich es wahrscheinlich mehr. Es ist tatsächlich weniger wie hier. Okay, dann baue ich da die Steine. Mal einen Steinbruch hin. Aber das Ganze und vor allem auch die die Embassy dann in der nächsten Folge. Na, dann, ich weiß nicht, ob man hier da nochmal mehr was dazu bekommt, aber das Ganze in der nächsten Folge.